Musst du kacken? Kann ich dir helfen? Halt, stopp. Hey, Tag. Habe ich jetzt dein Vertrauen oder nicht? Campshops. Camp am Führer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Mission in Jobs abschließt, erhältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission... Ja, das merken wir ja. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp, wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Ah, Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alkai. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Hewitt? Maria, oder? Ah, scheiße. Der Mistkerl Limbo ist. Der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Ja, yep. Ich weiß, wo das ist. Und ich regel das. Das dachte ich mir. Kick Lou vor Caps Lock. Und Glücksspiel. Ah, so. Was hat sie gesagt? Ich habe nicht zugehört. Das ist der Nero-Helikopter. Das ist Kopfgeldjäger. Ja, Prügelei und Hebel. Weiß ich. Und mit Narbe im Gesicht. Den muss ich jetzt suchen. Den Limbo. Halt, stopp! Okay. Ich hab kaum Sprit. Moment. Ich hab ja eine Quick Travel gemacht. Hallo, habt ihr Sprit für mich? Sprit? Ihr habt keine Tankstelle eingezeichnet. Hier am Tor muss doch irgendwo Sprit sein. Bei dem Moped vielleicht. Das ist ein roter Stuhl. Verdammt, ich dachte, das ist ja Sprit. Da ist was. Achso, nee, das ist der Stand. Ah, muss ich jetzt zum Mechaniker gehen und Sprit bezahlen? Goddammit. Halt, stopp. Hey, was gibt's? Ihr seid schlau. Ihr lasst den Sprit nicht einfach stehen. Ja, danke. Ja, teurer vor allem. Ja, weil er knapper wird. Logisch. Stopp. Beweg dich. Ich mache dir auf. Komm schon. Okay. Danke, Buster Beans, für den Host. Weiter zum Spiel, ist gut. Hilf mir!
Ich gehe hier drin drauf. Steig ab. Er wollte nicht hauen. Okay, manchmal ist das Spiel aber auch hart buggy. Gutes Spiel, aber viele Bugs. Ich sehe jetzt schon, wie der aussieht. Und alle Geiseln, die man rettet, sind irgendwie Geschwister. Das wird schon wieder. Du wirst hier draußen sterben. Der hat sogar das gleiche Shirt an wie der Erste. Camp? Ja, ja. Wo, zeig's mir. Wo denn? Es ist am Peaceful Lake. Mark Copeland führt es. Du musst da lang. Ich war erledigt, verdammt. Ehrlich. Vielen, vielen Dank. Wir haben Besuch. Hinter uns steht was. Können wir... John, Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf. Doch nicht. Okay. Einfach nur, weil es geht, durch dieses Loch fahren. Demenz in der Zombie-Apokalypse ist jetzt nicht das Schlimmste, muss man mal sagen, ne? Alter, wie viele Zombies sind denn hier? Hallo, Baum. Man sollte... Gibt es einen Knopf, um nach hinten zu gucken? Nee, ne? Zacke. Und Controller-Aim ist für ein Scheiß. Wo kommen Sie denn her? Freaks und Plünderer, nur zu. Tötet euch gegenseitig. Okay, let's go. Sowas treffe ich dann wieder, weißt du? So, was hat sich denn jetzt hier alles umgebracht? Und was kann ich davon abschnabulieren? Da waren anscheinend keine Good Guys, denen ich hier helfen wollte, sondern Bad Guys. Wenn es Plünderer waren, sind es ja Bad Guys. '76, alles noch cool. Erstmal die Ohren für die Ohrenkette für Mutti. Das mit den Ohren verstehe ich auch nicht ganz, warum man Ohren mitnimmt. Es entwickelt sich hier wie Kronkorken, glaube ich. Zombie-Ohren ist die neue Währung.
Kopfgeldziele sind Mörder, ja, das weiß ich doch schon. Das ist jetzt voll fies, dass du mich hier den Zombies absteigen lässt. Ja, ja. Oh, lol. Der geht an mein Bike. Hier ist was. Da steht auf einmal Motorrad. Was zum Teufel? Natürlich drehst du dich um. Ja, ist okay. Hallo, darf ich auch mal hauen? Danke. Hattest du eine Schlagwaffe? Nee, eine Pistole. Halt mal. Hey, Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also ich brauche mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Sieht aus wie ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Montierhebel, Deacon St. John. Und ich will, dass auch was von seinem Gesicht dran klebt. Alles klar, St. John N. Ich möchte jetzt sehen, wie der aussieht. Okay. Na gut, Limbo. Wo steckst du? Ja, du willst wohl in Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben, hm? Oh. Zum Glück ist ein Schalldämpfer drauf. Ich hab mich verdrückt. Frauen, die sind immer so aufmerksam. Die Männer sehen nie was, aber es sind immer die Frauen, die alles sehen. Es hat schon einen Grund, dass die patrouillieren und nicht die Männer. Diese Männer kriegen nichts mit. Da drauf. Ich treff dich! Ein Schuss noch. Ach, verdammt! Wo ist der? Sie sind weg? Das ist auch einer. Oh, da ist noch einer. Ey, lass mich den markieren. Ich rücke vor. Ich habe ein Opfer gefunden. Er ist hier irgendwo. Nein! Nein! Ach, nein! Mein Bein! Mein Bein! Mein Bein! Sind die in ihre eigene Falle gelaufen? Oh, sind die blöd. Hat der nicht verstanden da unten?
Moment, das war sogar der Dude? Oh, lol. Das war das Main-Target. Wie doof war er denn? Warum ist er nicht oben geblieben? Da wäre der safe gewesen, obwohl er von einem Sniper nicht. Gott verdammt! Er ist tot! Du auch. Kriege ich den da auch? Okay, ohne Konzentration. Das wird jetzt spaßig, das schaffe ich nicht. Nope. Ein Schuss noch. So ein Gewehr ohne Visier ist halt auch Bullshit. Du brauchst das nicht mehr. Die will ich nicht, so. Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Ganze Zeit kommt die nicht. Really? Really? Ernsthaft? Das ist euer fucking Ernst? Wer war das? Er hat einen Helm! Das ist unfair! Und er merkt nichts. Aua, Verdammt, erwischt! Einer ist erledigt! Hast du Muni? Komm schon raus! Rechts war auch noch einer. Außer ich hab meine Kopfhörer irgendwie falsch rum. Zwei. Dann müssen die einen Helm aufhaben? Ich bin getroffen! Los jetzt! Ja, die KI, die menschliche KI ist auf jeden Fall die dümmste in dem Spiel, das kann man sagen. Also die Zombies sind deutlich intelligenter als die menschliche KI. Das kann man, glaube ich, getrost sagen. Sabotage bringt bestimmt ein Achievement oder so. Deswegen mache ich das einfach mal. Wieso? Kann ich das nicht sabotieren? Zombies sind ja auch noch am Gehirn essen. Natürlich. So, hier liegt irgendwo noch was. Okay, kann ich irgendwie Verbände neu bauen? Nö, okay. Ich will nicht dein Gewehr, ich will mein Gewehr. Warum muss ich dann jedes Mal den Schalldämpfer neu anbringen? Die Mollys her. Ich wollte gerade einen neuen bauen, damit ich wieder Sachen mitnehmen kann. So viel dazu. Da war wieder eine Rakete, habt ihr gehört? Ich bin nicht wahnsinnig.
So. Jetzt gucken wir nochmal eben. Hier drin ist wohl noch voll viel. Oh, neuer Hammer. Ein Hammer! Da zerdepperst du den durch die Schädel mit. Kann ich da noch Nägel rein? Nein, okay. Das wäre schön. Oh, Sprit für meinen Moped. Achso, das kannst du. Den Kanister in der Hand halten und Sachen einsammeln geht. Aber das Fernglas geht nicht. Okay. Schießpulver. Nein! Wo kamt ihr denn her? What the fuck, man? Ich gehe da so hoch mit meinem Kanisterschiff und die hätten auf den Kanister geschossen. Uff. Jetzt die Kackwaffe gewechselt. Nee. So, Ravioli-Dose drauf. Nein, nein, nein. Ich hasse das Waffenwechselsystem hier in dem Spiel. Und wieder die Ravioli-Dose drauf. So. Hey Pete, sollen wir denen helfen? Nee, lass mal. Noch ein halbes Bier, lass mal chillen. Wurde da draußen geschossen? Ach, Quatsch. So. Oh, eine Rohrbombe. Die musst du jetzt in die Hand nehmen und deswegen kannst du den Öl... Bist doch ein... Manchmal hasse ich ihn. Ein Bike. Oh nein, ich höre Wölfe. Oh, dann mal los. Fertig. So, wir haben diese Mission gemacht. Können jetzt zum Camp zurück? Ja, genau, wir gehen zum Camp zurück, geben den Shit ab. Gehen dann in die Hauptquest weiter. Ich bin froh, dass wir nicht so viele Krabbler haben. Wenn ich lese unten, Krabbler sind infizierte Heranwachsende. Die Karte stimmt nicht. Die Karte sagt, es sind schon 47 Tage. Thinking. Es gibt bestimmt ein Achievement, wenn du es in so und so vielen Tagen schaffst, das Spiel zu beenden. Da wette ich für, weil sonst gäbe es diese Tagesanzeige nicht oder so. Irgendwas Doofes. Oder wenn du zu lange brauchst, kommen immer mehr Zombies am Ende und keine Ahnung. Ihr wollt vielleicht nach Norden. Ja, sobald wir genug Ausrüstung zusammen haben, wollen wir hier weg. Zucker geht mir langsam auf die Nerven, weißt du. Shit, ich fänd's echt schade, wenn ihr hier abhaut.
Tja, das geht aber nur dir so. Okay. Ist euch aufgefallen, dass die Leute, die mit den Ohren zu tun haben, immer sehr, sehr freakig aussehen? Ich glaube, für den Job musst du ein ganz besonderer Mensch sein. Ich schau mich nochmal um. Ich mach das schon. Bis bald. Guck mal, nur Manny darf an meinem Bike anscheinend, weil hier kann ich nichts an Teilen kaufen. Hat sich gelohnt. Schläfst du auch oder sitzt du den ganzen Leben hier? Hast du den Leben hier? Kerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Hängt nur kein Gesicht dran. Du bist der Tut Einzige, leid. Auf den ich mich immer verlassen konnte. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tuck. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkai. Ich schreib dir Punkte gut. Vom Punkte. Haben die dann so eine Payback-Karte? Reduziert den Rückstoß, die Fähigkeit beim Sprint an der Fernkampf nachzuladen. Erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen erheblich. Wenn die mehr Damage macht, wäre schon geil. Durch Kopfschusskills gewinnst du Gesundheit zurück. Ich gehe komplett auf Fernkampf, Alter. Brauchst du irgendwas? Ja. Ey, was geht? Du hast ja immer noch nichts Neues. Und Vertrauen habe ich durch auch nicht mehr gewonnen irgendwie. Also ich bin immer noch auf Stufe 1. Ihr braucht ganz schön viel Vertrauen. Bei Copeland ist das einfacher. Den schicke ich einfach immer den gleichen Typen und die denken, das ist neuer. Und ich krieg trotzdem 500 Vertrauen. Ich wollte speichern und einmal schlafen. Danke. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Die Farbe vom Controller ändert sich ständig. Ich weiß nicht. Jetzt ist es blau. Jetzt grün. Jetzt wieder blau. Weiß nicht, was das für einen Zusammenhang hat. Auf jeden Fall sehe ich das immer an meiner Tastatur, die Reflexion davon. Und denke mir so, hä, was leuchtet da? Wer, Moment. Ich habe einem gesagt, ich glaube dir, oder? Nee, den ich das gesagt hat nicht so einen Popel gehabt. Na, was doch du das? Ich habe einem gesagt, wer mein Bike einpackt, dem hack ich dann. Packst du mein Bike an und stellst es mal weg? Ich stell das hier nicht hin. So, wir fahren da jetzt hin. Ja, okay. Ich will immer hupen. Ich will eine Hupe an meinem Bike haben. Miep, miep. Oder miep, 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 miep. Wisst ihr, warum hier Schnellreise auch gut ist? Man bemerkt die Lags nicht so. Uff. Ich will sein Nest. Das Ganze in der Nähe sein.
Oh. Ja, klar. Beiß mir ins Bein.